Die Mahn- und Gedenkstätte Mahnmal deutsch-deutscher Geschichte bei Behrungen ist mit seinen Besichtigungsstationen eine der wenigen original erhaltenen Zeitzeugnisse deutsch-deutscher Geschichte. Die komplette Grenzstaffelung der ehemaligen DDR kann im Rahmen der Besichtigung nachvollzogen werden. Ein Grenzinformationspunkt auf bayerischer Seite rundet das zeithistorische Ensemble ab. Neben der Ausweisung als Flächen- und Kulturdenkmal sowie archäologisches Bodendenkmal bestehen an Erkennung als Naturschutzgebiet sowie fledermausfreundlicher Bereich. Die Mahn- und Gedenkstätte zählt als Kernzone des Freilandmuseums. Bereits Anfang der 50er Jahre erfolgte der Ausbau an der Staatsgrenze der DDR. Ein 10 Meter Kontrollstreifen sowie erste Sperren wurden angelegt. Später wurde das 5 Kilometer Sperrgebiet, der Schutzstreifen und eine engmaschige Grenzstaffelung eingeführt. Dazu zählte hier an der Staatsgrenze ein 6 Meter breiter Spurensicherungsstreifen, der Kfz-Sperrgraben sowie der hier 2 Meter hohe Grenzzaun, der an anderen Stellen auch bis zu 3,5 Meter hoch war. Ein ca. 30 Meter breites Minenfeld wurde ebenfalls angelegt. Dieses Minenfeld wurde bis Mitte der 80er Jahre von einem Minenschutzzaun eingegrenzt. Dieser Teil der ehemaligen Staatsgrenze steht heute als Kulturdenkmal und archäologisches Bodendenkmal unter besonderem staatlichen Schutz.